Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ruft Ärzte und Pflegekräfte auf, sich gegen Corona impfen zu lassen. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Freistaat bei der Impfstatistik im Vergleich der Bundesländer derzeit an letzter Stelle. Da entwickelt sich jetzt ein Problem, auf das ich deutlich aufmerksam machen muss. Die Krankenhäuser, die in Thüringen zuerst mit dem Serum versorgt worden sind, damit alle, die am Patienten arbeiten, beziehungsweise den Alten- und Pflegeheimen, die an den Menschen arbeiten, das Recht haben, sich zuerst impfen zu lassen. Und jetzt geben mir die Geschäftsführer Rückmeldung, dass nur ein Drittel der Beschäftigten bereit ist, sich impfen zu lassen. Das führt zu einem echten Problem, weil der Schutz, den wir für diese Menschen gewähren wollten, damit sie selber, die ganz nah am Virus arbeiten, den höchsten Schutz haben, da werbe ich deutlich dafür und bitte darum, jeder möge in sich gehen. Dieser Impfschutz ist ein Schutz für Leib und Leben. Nun, Herr Ramelow, falls Sie sich ernsthaft fragen, weshalb die Impfbereitschaft nicht besonders hoch ist, dann schauen Sie sich doch einmal die Meldungen nach den ersten Impfungen an.